Wow. Wir sind unter 4-Game-Win-Streak. Ich werde langsam warm von zu Hause aus, vom neuen Zuhause. Ich werde langsam warm. Ich muss bloß ein paar Games spielen. Haben heute bisher jedes Game gewonnen. Gestern haben wir alle Games verloren. Gestern 3, heute 4. Da sind wir positiv bei rausgekommen. Aber mein Account ist ja auch decayed. Renekton sieht auch nicht schlecht aus im Arthrox-Matchup, gerade wenn so behind. Ja, Renekton war verfallen im Matchup, aber es lag daran, dass Arthrox Thunder Sky gekauft hat. Wenn er da Lethality geht, kriege ich auf die Fresse. Ich war halt 0-4. Wenn er Damage baut, sterbe ich. Und ich bin schon sehr, sehr fucked gewesen, aber er hat halt einfach Thunder Sky gekauft. Spielst du noch Shen? Nicht mehr wirklich seit 4 Jahren. Der Champion ist tot, seit Platten so sind, wie sie sind. Sehr selten Shen gepickt. Swappt jemand mit mir oder muss ich mit jemandem swappen? Und es aktiv selbst initiaten? Ich wollte schon sagen, 10th Pick, Baby. There we go. Hey, Jorgen, hast du das Gefühl, dass der anonyme Champ-Select was gebracht hat? Keineswegs. Hat nichts gebracht, oder? Also, finde ich jetzt nicht persönlich. Ich glaube, es war auch eher so ein, man copy-pastet die OP.GG-Stats und flamet dann andere Leute Ding. Ja, für eine Weile immer noch gegen, aber ja, ich habe das nicht aktiv wirklich so sehr beobachtet auch. Ich weiß auch nicht, was das Ziel davon war. Also, keine Ahnung. Vielleicht hat es was gebracht. Weiß ich von Riot Games, ist Mist. Wir sehen, die Vodibear-Buffs sind eher für Vodibear-Jungle orientiert, gerade mit öfteren Ults und mehr Movement auf Q und so. Aber wir haben heute einmal gegen Baus gespielt und wir haben das Game ziemlich gesmurft mit Zac, sind 10-1 gegangen, aber genau die 1 war ein Solo von Baus auf mich. Da hat Vodibear auch wirklich stark gewirkt, also viele Skirmishing-Möglichkeiten der Champion, ne? Schon nicht terrible. Lass mal noch in Renekton gehen hier, oder? Gegen Nas, ziemlich gutes Matchup. Können eh starten und einfach auto-attacken. Aber wir gehen auf jeden Fall nochmal an der Felty diese Runde gegen die Draft des Feindes. Pflicht. Der Items hat Baus gebaut. Er ist Mercs gerusht mit Darkseal-Start, Dorans Ring, also AP Early Game. Dann Mercs, dann Heartsteel, dann Riftmaker. Also was sehr viel Leben und damit halt Verwertung auf seinem Riftmaker, dem da mehr AP gibt, wenn er mehr Leben hat und so. Das gleiche Match aber nochmal gegen den gleichen Dude, gegen die Keule 183. Letzte Runde hat er echt gut Lane gespielt, danach sehr hart weggeworfen. Also er hatte richtig stark gestartet, mich extrem gut gepunished, Webplatt an ihn und dann Hardcore weggeworfen. Was sagst du, Renekton-Buffs lesen sich sehr stark? Genau, weiß ich nicht. Ich habe jetzt erst eine Runde gespielt, das ist gerade die zweite Runde. Renekton ja gerade erst gestern frisch gebufft worden und die Buffs sind echt strong. Also mal gucken, wie sich das jetzt anfühlt. Wir wollen am liebsten Early Game richtig hart nah reintraden auf Level 1. Level 2 auf ihn raufdashen. Wir spielen diesmal Flash, was letzte Runde nicht der Fall war. Ich möchte sein Bowplanning kriegen, wenn ich darf. Am liebsten würde ich halt 50 Fury haben oder mehr und dann auf ihn raufdashen nochmal gleich. 2 Empowered Spells ist realistisch hier. Also wenn du Level 1 eh schaffst, hast du einfach sehr viel Rage. Geht aber auch für nah, wenn wir einfach viel miteinander getradet, ne? Also ist auch kurz vor mega nah. Aber weniger nah ist jetzt echt nicht so spooky. Ja, er hat kein Opening zugelassen, deswegen habe ich nicht nach vorne gedasht. Das hat er eh. Ich habe gehofft, dass er flasht. Versucht ihn zu baiten, dass er Angst hat vor meinem Flash-Out-Attack, aber es ist kein Power-Attack. Also er kann darauf reagieren, deswegen hat er auch klugerweise nicht geflasht. Er hat auch keine Q. Wollen wir ein bisschen Fury aufbauen, dann traden wir gleich wieder hart in die rein. Er spielt kein Brumplating, was immer ein riesiger Fehler ist gegen Renekton. Wave trimmt natürlich immer der Call. Die bestraft mich gerade für meine. Junge! Okay, ich dachte, er kann mega nah werden, aber Bro, du bist gestunt von dem Power Renekton W. Ja, Renekton ist auch einfach ein gutes Matchup gegen Nah. Du outranged ihn so hart im Early Game mit deinen Ace. Nah ist erst gut gegen Renekton mit der Zeit. Und auch einfach sehr gut gebuddelt das ganze Early Game hinweg. Auch mit E-Start Level 1 und 2. W Level 2, das ist so viel Reichweite, so viel Damage. Nice, schöner Solo Kill. Gehen wir jetzt straight für Pickaxe. Ich glaube, die Antwort ist ja. Wir gehen, wie gesagt, diese Runde auf jeden Fall. Die letzte Runde wäre es gar nicht so insane. Hätte ich es nur gekauft, weil ich musste. Diese Runde ist halt einfach gut gegen all deren Champions mit Fatality zu gehen. Er rusht Tabis, was uns zwingt, das auch zu machen. Oder wir gehen Swifties. Ist günstiger und ist gut gegen seine Slows. Aber vor allem ist es günstiger. Ich spare 200 Gold. Ich habe gar keinen Bock, 1100 Gold auszugeben für Tabis. Gegen deren Draft, gegen Poke, Varus und so. Ich habe fast Bock, Mercs zu kaufen. Gegen Schweter, Shockwave, Binding, Varus und so. Oder Ionians. Ionians ist auch gut, ist auch günstig. Nice. Sollen die Platte noch kriegen, oder? Oh, shit. Oh, shit, ich bin entrüstet. Oh, shit. Warum nennt man die Plated Steel Caps Tabis? Die Boots hießen früher immer Ninja Tabi. Deswegen hat man sie für Jahre halt Ninja Tabi genannt. Aber die Oldschool League of Legends Spieler sagen halt immer noch Ninja Tabis dazu, weil Tabis hießen die halt einfach für wie 10 oder. Ja, für 10 Jahre. Bis Season 11. Mein Kanonenvasall. Was denkst du, was ich da machen soll? Soll ich den böse angucken? Braucht klar, dass wir gegankt werden oder. Aminu. Weil ich kann nichts machen. Weil wir Q benutzen, ist actually bad, weil ich jetzt keine Fury mehr habe für ein Powered W. Aber ich kann ulten dafür. Sollte fein sein. Nein, ich habe mein Ding jetzt gemisst. Meine E. I might be dead here. Ah.
Der Gank war so oder so schon bad, weil wir genau wussten, dass wir gebaitet werden. I guess Echo wusste es nicht. Dann ist er noch an Checo gestorben. Jetzt kann er sich etwas kaufen gehen, als auch einen fetten XP-Vorteil bekommen mit Solo-Kill da an der Stelle. Meine E gefällt bei dem Dive. Ich hätte nicht meine Q zum Wave nutzen sollen. War mein Fehler. Vielleicht wäre es sogar fein gewesen, einfach zu Stun into Ult. Vielleicht brauche ich gar nicht einen Powered Stun da. Actually, ja, warum ein Powered Stun? Einfach Stun into Ult. Kann meine W canceln. Glaube ich, ein Powered E oder ein Powered Q. Beides fein. Beides tötet ihn. Er hatte keine Chance zu überleben. Okay, er kommt natürlich mit einer sehr wilden Dive-Dynamik hier. Das ist ein gesessen, what? Ich habe jetzt eh genutzt, aber wir sollten es trotzdem spielen können, oder? Shake, oder? Lux ist da. Boah, halt unbedingt auch Boots. Nice. Dieser Hydra-Pock, damit hat er einfach nicht gerechnet, ne? Und er kein TP. Wichtiger Solo-Kill. Nice, nice, nice. Gehen wahrscheinlich alle Platten hier, oder? Wir haben viel Damage. 69 pro Auto-Attack. Und dann nochmal die Wallcrabs oben drauf. Er wird gleich weniger werden. Wenn die Platte gefallen ist, machen wir weniger Schaden nach. Trotzdem sollte es ausreichend sein. I think we got first turret. Das ist so insane. Mit hat auch gesolo-killt. Kriegt auch nochmal ordentlich irgendwas oben drauf. Richtig gut. Richtig gut, Chat. Das ist richtig gut. 3 Solo-Kills, Baby. Ein schlechter Solo-Death leider. Hätte ich besser spielen müssen. Ich denke, I can do it on my own, aber ich habe kein Flash. Er hat Flash. Ich habe trotzdem gute Rage und er ist sehr, sehr low hier. Okay, er ist komplett die Trolling. Ich glaube, er ist noch tilted vom letzten Game, der Arme. Habe ich Wallet Pressure auf sie? Ich kriege nochmal Void Grabs hier. Jake Solo-Kills. Er hat sie nur gestunt. Der Damage war das meins. Ja, wir sind jetzt diese Runde nicht auf Bonus-Plays angewiesen. Da sollte ich jetzt nicht enden. Ich bin eigentlich ein fetter Bounty. Also, na, mehrmals gekillt. 5 Platten top, 2 Turm. Ist noch Lux oben drauf. Das schmeckt. Nein! Ach, scheiße. Warum bin ich einfach Base? Warum will ich da noch einen Solo-Killer spielen? Einfach mal Base, toll gehen, fetter Bounty gegeben ohne Grund. Ich hatte 2000 Gold, also warum gehe ich nicht Base? Mal besser unbedingt mit meinem Item Recall und Durant's Blade verkaufen zu müssen, aber ich kann auch Durant's Blade verkaufen ab 2 Items. Im Endeffekt, wer recallt, hätte Durant's Blade und wäre hier rein tippiert. Wie hat er dich mal wieder eingemacht? Sehr hart. Bin ich stattdessen Top-Lane gebountet worden ohne Grund? Richtig. War das Bad von mir? Absolut. Ich weiß, du die Box noch zu killen, ne? Can you please die? What is this? Wenn die Fokus sollen, dass er überlebt, der ist. Ach, das ist Tanky Shaco, hat fucking Triforce, Alter. Da hätte ich Bombi 9 müssen. Den ganzen Fight, also mein Death Top-End war der Grund, warum der Fight nicht Bombi 9 wurde. Oha. Huge Team. Huge Team. Ja, das Game hätte ich Bombi 9 können, jetzt bin ich auf mein Team angewiesen. Weil ich Missplat hab halt, ne? 2-mal. Scheiße. Gehen wir direkt Brutalizer nochmal und dann Zerildas. Ich glaube, es lohnt sich. Shaco ist ja, der geht sogar Deadman's Plate. Nah ist oder so recht tanky. Ja, Zerildas lohnt sich wie immer. Ist auch ein gutes Ability-Ast-Item, ne? Nicht nur deswegen gut, weil es mir der Thelty gibt und Armor Pen, sondern auch wegen halt wirklich Ability-Ast. Davon hat mein Champion recht wenig. Er ist nicht so weak. Ich habe getrollt. Smilebats, das Game ist härter, als sein sollte. Ich hätte carryen können. Wir haben jetzt 50, wenn Orianz da vorne rennt. Ich glaube, wir flashen einfach mal an. Einfach mal so. Einfach nur für Damage-Test. Na, eigentlich muss ich sie garantiert killen. Ja, mit Flash Worthers. Kann ich sie diven, though? Ich glaube, ja. Geil, dass wir noch sein E bekommen haben. Schon auch Instant DP von nah, ne? Weh, ich sterbe jetzt, wenn du mich nicht holtest. Hab mich geholt, das ist fairerweise. Ist alles gut. So, hat der Botlane gezogen und dann hoch-TP'd, was gut von mir war. Ah, oh, das ist vielleicht bad. Bye bye ist mein Team Trolling. Ich habe 2 Leute Botlane. Ich carry das Game. We don't need to shit, aber die sterben da oben. Scheiße, man, jetzt könnte gehen an Ash forcen. Das sagt. Wo? Oh. Neu, der hat was verlassen, der Shaco. Und er hat ihn ge. Ja! XD, WP. Echo ist legit aus dem Pit rausgejumpt. Und Echo einfach, free Zutritt gegeben. Kannst du wieder keinem erzählen, diese Games, Junge. Das ist geil. Nein, nein, nein. Echt gut, dass wir die Box gekillt haben und das ausgelöst wurde, sehen und sonst wäre jetzt komplett. Alter, der Shaco ist so OP. Der smurft aber auch, also er spielt wirklich gutes League of Legends. Mit einem Champion,
den, glaube ich, nicht One-Tricks einfach nicht einschätzen können. Weiß nicht, ob es euch anders geht, Chat, aber was Shaco genau an Limits hat mit so einem Tank-Item-Bild, ich habe keine Ahnung. Vielleicht seid ihr Shaco-Experten im Chat, aber ich habe wirklich keine Ahnung. Bin jetzt echt nicht so useful in der Flash gegen deren Draft. Die sind zu ranged für mich und kiten mich zu gut. Wollen wir auch mit Shaco boxen. Ich glaube wirklich Flash und jemanden one-hitten. Aber wenn ich halt reinflashe, ich one-hitte wirklich einfach easily. Ahoi. All of my change, spend it on you. Scheiße. Guess I'm dead, sie flasht ja. Dead flash ich nicht, das ist unfair. Kein Flash mehr, du Doofkopfsau. Jetzt kriegen wir Nash, weil du so stirbst, Ori, ha? Und mein Push ist so insane. Gerade gegen den Turm gesprungen. Hilfe! Sehen! Ich muss in Richtung meines Teams laufen, statt weg. Wo ist Shaco? Da. Bin nicht mehr so OP jetzt. Ich habe keine Spells und keine Ult. Also Ult ist in 10. Wir beenden? Eigentlich, wir können enden. Ja, Orianna, ha? Kein Flash mehr, Lydian. Ult in 3 Sekunden. We don't die, wir haben Sehen. Wir haben kein Sehen mehr. Okay, just end. GG, Mann. Gerne unter League of Legends. Extrem harter Snowball von mir. Wir haben nahe so oft gesolo-killt, dann haben wir es auch wieder weggeworfen, was bad von mir war, aber you know. Mal genau gesehen, wie nah Renekton halt countert, Renekton nah countert, so rum. 2 Renekton Games, Renekton Wins, 2-mal Lethality. Letzte Runde gezwungenermaßen, diese Runde, weil es gut war. Und damit holen wir uns 2 fette Dubs. Oh, man wird warm, man wird warm.